So langsam aber sicher arrangieren wir uns alle mit dieser Situation nur zu ganz notwendigen Dingen aus dem Haus. Ansonsten bleiben wir zu Hause. Aber das nutzen Gangster aus. Und vielleicht haben Sie auch schon Berichte in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten, wie Leute an Türen klingeln und angeblich vom Gesundheitsamt sind oder ähnliches. Viele Räume, die jetzt auch leer stehen, weil kleine Geschäfte drin sind, werden zum Beispiel auch gerne jetzt ausgeraubt. Einbrüche, die sind an der Tagesordnung. Auch diese Diebe und Einbrecher sind ja jetzt in einer Notlage und müssen sich irgendwo Objekte suchen. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie sich und Objekte schützen können. Und beginnen wir mit Objekten, mit Ihrem Heim oder kleinen Ladengeschäften. Und dann ist so eine Kamera, die ganz schnell installiert ist, genau das Richtige. Sie sehen, das ist also so ein kleiner, sieht aus wie ein kleiner Roboter. Mhm. Und den stelle ich ganz einfach auf. Und jetzt haben wir hier was ganz Besonderes, nämlich ein Bewegungssensor und sogar ein Objekt-Tracking. Das heißt, diese Kamera erkennt Menschen. Also wenn da ein Hund vorbeiläuft, das kann diese Kamera unterscheiden. Die erkennt Menschen und wenn sie dann in den Fokus geraten sind, verfolgt diese Kamera die Bewegungen auch. Bei Tag als auch bei Nacht sehr, sehr zuverlässig und speichert alle Aufnahmen auf einer Micro-SD-Karte. Die darf bis 128 GB groß sein, aber gleichzeitig bekommen Sie auf Ihrem Handy eine Nachricht und können jederzeit auf die Live-Bilder von überall auf der Welt, also von Ihnen zu Hause zum Geschäft, egal was da die Entfernung ist, können Sie abrufen und schauen, was da ist mit Ton. Ja, und haben dann natürlich gestochen scharfe Aufnahmen. Sollte einer dieser Gauner entweder in ihre Wohnräume, wenn sie arbeiten sind, oder in ihre Geschäftsräume, weil sie eben nicht arbeiten können, einbrechen. Ich glaube, sowas ist wirklich Gold wert und es ist bezahlbar. Das ist wichtig. Das ist eine WLAN-Kamera, also eingebunden in ihr WLAN. Das ist die Voraussetzung für die Entfernungsaufnahme bzw. zum Anschauen. Für den Betrieb selber ist kein WLAN notwendig, weil Karte hier oben rein, einstecken und schon übernimmt sie dann ganz einfach per Objekt-Tracking die Überwachung ihres Hauses. Und das geht im 360 Grad und auch von oben nach unten, weil diese Kamera folgt jedem. Also ich würde da empfehlen, dass einfach auf den Eingang, entweder wenn Sie hier Fenster sichern wollen oder Türen, die ursprünglich da zu installieren. Und wenn dann jemand in Ihre Gebäude, in Ihre eigenen vier Wände kommt, dann wird der aufgenommen. Ich glaube im Moment, also für immer eigentlich für die Wohnung perfekt, aber jetzt gerade für Menschen, die kleine Geschäfte haben oder auch, das kann auch eine Gartenlaube oder ähnliches sein, wo Sie jetzt nicht hin können, um das zu überwachen. Und ich glaube, Diana, Sicherheit ist jetzt ganz wichtig, das merkst ja, du auch, das oder? Ja, immer. In dieser Zeit, das ist, ja. Es gibt ja, also die allermeisten, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, die allermeisten, die benehmen sich hervorragend und sehr diszipliniert. Es läuft auch bei uns hier unten in der Gegend sehr, sehr ruhig ab, aber man hört und liest immer wieder eingebrochen und das war erst am Wochenende zwei Einbrüche bei uns oder bei mir in der Nachbargemeinde und deshalb halte ich das für ganz, ganz wichtig. Und schauen Sie auf den Preis. 37,95 €, das ist unser TV-Sonderpreis, exklusiv für Sie und damit haben Sie jetzt überhaupt keine Probleme mehr, Ihr Objekt, egal wo es sich befindet, zu überwachen, ob Sie da sind oder nicht. Wenn Sie da sind, sind Sie der Wächter, wenn Sie nicht da sind, diese kleine 360-Grad-Kamera und Sie können jederzeit mit dem Handy dabei sein. Sie bekommen auf die App, die kostenlos ist, selbstverständlich, auch jedes Mal, wenn eine Bewegung ist, eine Nachricht, ja, sodass Sie draufschauen können oder Sie können natürlich auch selbstständig mal gucken, oh, jetzt schaue ich mal, was da gerade Sache ist und tippen die App, machen die App auf und sind in wenigen Sekunden mit den Live-Bildern verbunden, können dann auch über die App das bereits aufgenommene Bildmaterial hier sichten. Also auch wenn da irgendwie, wenn Sie jetzt sagen, eine Nachricht, die war schon zwei Stunden her, schaue ich mal kurz, was da war. Bei Tag und bei Nacht, das ist auch wichtig, weil auch jetzt in dieser Zeit kommen die Einbrecher meistens bei Dunkelheit. Und hier haben wir eine infrarote Nachtsicht von 10 Metern. Das heißt also wirklich ein schöner Radius, der bei Tag und bei Nacht gestochen scharf aufgenommen wird mit dieser WLAN-IP-Kamera. Dieses IP steht eigentlich dafür, dass sie komplett selbstständig ohne anderes Gerät arbeiten kann. Und das kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Das Sicherheitsbedürfnis ist, glaube ich, genauso hoch oder vielleicht sogar noch höher. Und immer mehr Leute schützen sich auch außerhalb von Corona, weil viele Einbrüche scheitern. Und ich kann Ihnen hier mal den dick gedruckten
Absatz vorlesen. Ob es beim Versuch bleibt, hängt maßgeblich damit zusammen, wie gut ein Objekt gesichert ist. Immer mehr Menschen sind heute für das Thema Einbruch sensibilisiert und schützen ihr Zuhause mit sinnvollen mechanischen, aber eben auch elektronischen Maßnahmen. Und zu den elektronischen Maßnahmen gehören solche Überwachungskameras. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, es gibt ja immer so Kriminalitätsstatistiken. Und 2019 ist die Einbruchsrate in Deutschland zum ersten Mal seit Jahren richtig schön runtergegangen. Warum? Nicht, weil die Leute lieber werden und nicht mehr einbrechen, sondern weil eben sie oder auch ihr Nachbar viele in Deutschland aufgerüstet haben. Das ist zweierlei. Erstens mal scheuen die Einbrecher solche Kameras. Das heißt, sie werden sich andere Objekte suchen. Und wenn sie nicht merken, dass eine Kamera da ist, dann werden sie eher geschnappt, weil es ja dann gestochen scharfe Bilder gibt. Das heißt, weitere Einbrüche werden dann verhindert. Und somit ist das ganz, ganz clever. Und da sehen wir das nochmal. Technik siegt über Einbrecher. Und da steht ganz klar nochmal, die Deutschen rüsten das Eigenheim auf. Rüsten sie auch auf, ja, mit so einer kleinen Kamera. Und ich glaube, 37,95 Euro, das sollte bei jedem von uns im Budget mit drin sein. Die App ist übrigens kostenlos, die heißt Elesion. Und ich kann Ihnen sagen, diese Kamera mit der App zu verbinden, geht innerhalb von 30 Sekunden, ja, habe ich es geschafft, sagen wir 3 Minuten. Bedienungsanleitung durchlesen, verbinden und schon ist sie installiert. Ich sage Ihnen die Bestellnummer. Das ist die NX4490 und die 569. Der Preis, Ihr TV-Sonderpreis, 37,95 Euro. Und ich finde es klasse, dass es so etwas mittlerweile gibt. Und jetzt kommen wir aber zum anderen Thema, was mich persönlich sehr, sehr betrifft. Weil ich habe das jetzt mehrfach gelesen, dass eben Menschen an der Haustüre klingeln und sagen, sie sind von der Polizei, vom Gesundheitsamt, von der Feuerwehr und sich so Einlass verschaffen und dann hauptsächlich ältere Menschen ausrauben. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes. Und da steht das, das Coronavirus und die Kriminalität. Weniger Hauseinbrüche, aber neue Betrugsmaschen. Und sowas gehört dazu. Und jetzt habe ich hier wirklich den hundertprozentigen Schutz. Weil der hundertprozentige Schutz ist eigentlich nur dem Aufmachen, den man kennt und bei dem man auch weiß, da hat man nichts zu befürchten. Und da haben wir eine Videosprechanlage. Und Sie sehen das hier. Ist das Teil, das bei Ihnen drin ist. Das ist mobil, akkubetrieben. Also das ist die Ladestation. Und das hier habe ich immer bei mir in der Sicht. Da kann ich sogar mit einem Gürtelclip an den Gürtel festmachen oder einfach dort, wo ich jetzt gerade bin, neben mich legen. So, und Diana habe ich jetzt mal das Funk-Klingelteil gegeben. Das hier, das, was Diana jetzt in der Hand hat, das wird draußen an ihrer Haustür befestigt, da mit Doppelklebeband oder Festschrauben, je nachdem, was für Material. Und jetzt, Diana, jetzt dreh's mal zu dir und dann klingelst du mal bitte. Wir nehmen jetzt an, sie würde vor der Tür stehen und wir achten jetzt hier drauf. Schauen Sie mal. So, jetzt drücke ich sie erstmal weg. Das kann ich natürlich, wenn ich grün drücke, habe ich die Gegensprechfunktion. Was jetzt wichtig ist, und das möchte ich Ihnen zeigen, schauen Sie mal, hier. Sofort ein Foto gespeichert und zwar gestochen scharf. Das heißt, wenn das jetzt wirklich so ein krummer Kollege wäre, ja, dann können wir hier absolut sagen, ich kann der Polizei ein Foto zeigen. Aber das Wichtige ist, dass Sie jetzt mal fragen können. Und wenn, glauben Sie mir, keiner vom Amt kommt unangemeldet. Das heißt, wenn jetzt jemand vor der Tür steht und Ihnen sagt, er ist Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsamt oder was den Gaunern alles einfällt, dann lassen Sie sich hier drüber den Ausweis zeigen. Und wenn es jemand ist, den Sie kennen, dann drücken Sie natürlich grün, sagen, hallo Diana. Nein, das ist von Post. Oh. Wir haben Post. Ich habe Post. Also Diana bringt Post. Jetzt dachte ich, du bringst mir einen Kuchen mit. Okay, so, die leichte Rückkopplung jetzt ganz einfach, weil wir in der Nähe sind. Ja? Normalerweise ist es ja in Ihrer Wohnung und draußen an der Haustür das installiert. Und das ist für mich im Moment das wichtigste Sicherheitsutensil für alle Haushalte. Und gerade, ich finde das so unglaublich verwerflich und es ärgert mich richtig, dass diese Krise jetzt von solchen Betrügern ausgenutzt wird, um gerade ältere Menschen hier zu überfallen, ja, die auch noch denken, sie haben irgendjemand vom Amt vor der Türe. Und deshalb öffnen Sie in dieser Zeit niemand die Tür, den Sie nicht kennen. Und um zu wissen, wer vor der Türe steht, ist so eine Videotürsprechanlage unbedingt notwendig. Ja. Und jetzt sehen Sie auch, wenn es dann der harmlose Paketbote ist, den
den dürfen wir gerne reinlassen, obwohl der wird nicht mehr reingelassen, der stellt sein Paket vor der Tür ab. Aber wenn es dann eben zwielichtige Personen sind, können Sie gerne mit denen sprechen. Ja? Sprechen Sie mit denen, was Sie wollen. Und wenn irgendein Amt oder sonst was ist, dann bitte lassen Sie sich den Ausweis zeigen und halten Sie telefonisch nochmal Rücksprache mit dem Amt, ob da jemand unterwegs ist, weil im Normalfall kommt keiner, der irgendwie eine offizielle Aufgabe hat, ohne Anmeldung zu Ihnen. Also Türe zu, aber gerne das Foto. Das ist wichtig. Das Foto, was ja hier automatisch gespeichert wird, sobald jemand klingelt, das dann gerne weiterleiten an die Polizei. Und dann werden diese Ganoven endlich dingfest gemacht. Jetzt gehen wir aber mal außerhalb von Corona. Jetzt ist nämlich noch eine schöne Option, weil jedes Mal, wenn jemand klingelt, wird ja ein Bild gemacht. Und jetzt sind Sie mal nicht zu Hause und kommen dann nach Hause und dann gucken Sie einfach, wer war denn in meiner Abwesenheit an der Klingel? Und dann gehen wir wieder auf diese Wiedergabe und sehen dann auch, wenn es mehrere sind, schauen Sie hier, da, Kathi war da, Mensch, und das habe ich verpasst, ja, da sehen wir das. Aber das ist einfach toll gemacht und das ist Technik, die mir gefällt und die jetzt auch bezahlbar ist. Ja? Weil ich habe keinerlei Installation, das ist wichtig, ich muss nicht ein Kabel verlegen. Ich brauche keine Unterstützung durch irgendwelche Handwerker. Das Außenteil draußen festmachen, ich glaube, das bekommen Sie hin. Doppelseitiges Klebeband oder zwei Schrauben und das Innenteil wird einfach nur hingestellt. Und da sehen wir auch mal, was die Presse dazu sagt und hier gut 4,5 von 5 Sternen. Die Installation ist äußerst einfach und dank des Batteriebetriebs ist keine Verkabelung nötig. Also das Außenteil, batteriebetrieben, die wird sehr, sehr lange halten, weil die ja nur wirklich benötigt wird, die Energie, sobald jemand klingelt. Das Innen haben wir hier eine Ladekapsel, ja, ansonsten Akku betrieben. Wir sehen auch immer hier oben den Akkustand und wenn ich es jetzt gerade nicht brauche oder wenn mal der Akku ein bisschen runter ist, dann stelle ich es einfach in die Ladestation. Und so einfach kann das sein. Also Sie sehen, Sicherheit ist nicht schwer und Sicherheit ist auch bezahlbar, weil ich denke, mit 161,45 € ist das ein Preis, der hier wirklich human ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für solche Anlagen liegt bei 270 €. Und Sie wissen vielleicht, dass gerade gefragte Dinge im Moment alle teurer werden. Nicht bei uns. Wir behalten unseren TV-Sonderpreis für Sie bei. Wir gehen nicht im Preis hoch. Ganz im Gegenteil. Sie bekommen es natürlich als Pearl-TV-Zuschauer günstiger als alle anderen. Und das ist einer unserer Bestseller, muss man sagen, weil viele diese Notwendigkeit natürlich jetzt mittlerweile hier erkannt haben, weil die Gefahr immer größer wird. Wie gesagt, die Gauner wissen im Moment nicht, was sie tun sollen. Die Taschendiebe haben keine Menschenmengen mehr. Die elektronischen Taschendiebe haben auch keine Chance mehr. Die Einbrecher, ja, es ist ja immer jeder zu Hause. Also, was bleibt denen noch? Trickbetrug oder dann eben Überfälle. Und das ist ja auch für das eigene Sicherheitsgefühl das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man an der eigenen Haustür überfallen wird, weil man unbedächtig die Türe aufmacht. Machen Sie das nicht, bitte nicht. Ja, wenn es die liebe Nachbarin ist, kann man hier sogar noch ein Schwätzchen halten, ohne Kontakt. Wenn es Diana ist, die darf jetzt gern den Kuchen vor der Tür abstellen und ich hole ihn dann rein. Aber Sie sehen, wie gestochen scharf das ist. Ja, und Sie können sofort identifizieren, ist es ein Gangster oder ist es eben jemand, den ich nicht kenne und ihn da ja auch nachvollziehen. Sollten es wirklich Gangster sein, scheuen Sie sich nicht, auch die Polizei anzurufen und Ihnen dann diese Bilder zur Verfügung zu stellen. Weil das Schlimme ist, es gibt dann oftmals nur schwammige Beschreibungen von solchen Personen, wenn sowas passiert ist, ja, weil es ja alles so schnell geht. Und deshalb ist es hier auch vonnöten, sowas dann weiterzuleiten an die Polizei, die dann übrigens sehr, sehr dankbar dafür ist. Sie sehen, so können Sie sich ein sicheres Zuhause schaffen, auf einfachste Art und Weise. Installationslos und ganz ohne technisches Know-how. Ich glaube, eine Batterie bekommt jeder rein und das ist das Einzige, was wir hier machen müssen. Die Funkverbindung wird automatisch aufgebaut, da braucht man gar nichts machen. Und jetzt haben wir gerade am Außenteil noch gesehen, da sind natürlich auch noch LEDs eingebaut. LEDs eingebaut und das heißt also auch bei Dunkelheit, wenn jemand klingelt, werden Sie den bestens identifizieren können. Sicherheit muss ganz, ganz groß geschrieben werden. Der Preis hier, bezahlbar, 161,45 €. Und die Bestellnummer für diese Videotürüberwachungsanlage ist die NX4396 und die 569. Und selbstverständlich kommt diese Videotürsprechanlage natürlich porto- und versandkostenfrei
zu Ihnen, wird Ihnen heutzutage vor die Haustür gestellt und dann wird geklingelt. Und das ist eine Sonderregelung übrigens gesetzlich. Das ist wie ein Einschreiben, das kontaktlos übergeben wird. Also da sind die mittlerweile ganz up-to-date. Den Umständen entsprechend natürlich auch geschult, die ganzen Verkaufsfahrer. Und an der Stelle mal einen herzlichen Dank, dass die alle für uns da sind. Natürlich auch alle anderen Krankenschwestern, Verkäuferinnen und die ganzen Ämter, die jetzt wirklich viel zu tun haben. Ein anderes Problem ist, wir sind ja oder sollen unbedingt allein unterwegs sein. Jetzt hat jemand von Ihnen natürlich einen Hund, eine Katze oder geht einfach gern mal spazieren, weil er es noch kann, eben in der Gegend. Aber auch darauf sind böse Jungs und Mädels spezialisiert. Und versuchen, eben Menschen abzupassen und in, ich sage jetzt mal, sehr unangenehme Situationen zu zwängen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie eigentlich unauffällig, aber effektiv sich dann doch mal wehren können oder auf sich aufmerksam machen können. Das erste Produkt, was ich hier habe, ist ein Kugelschreiber. Ein Tactical Pen, sagt man dazu. Und den habe ich hier. Und auf den ersten Blick ist er eigentlich von einem Kugelschreiber gar nicht zu unterscheiden. Der hat aber mehrere Optionen, die wirklich ein Sicherheitsmerkmal sind. Also erstmal haben wir hier eine Taschenlampe, Sie sehen das, einfach auf Knopfdruck, die ist mit drin, schön hell. Ich glaube, das kann man hier schon erahnen. Was wir hier jetzt im Moment haben, ist kein Kugelschreiber, sondern das ist eine massive Spitze, ein Glasbrecher. Das ist also auch gut, wenn man mal zu einem Unfall kommt und zum Beispiel eine Fensterscheibe zerschlagen muss oder auch selber einen Unfall hat und aus dem Auto raus muss, ist das hervorragend. Dann wird es praktisch. Ich drehe jetzt mal ein bisschen auf, um Ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen. Jetzt haben wir hier einen Brieföffner, also auch Büroutensilien und natürlich eins weiter gedreht. Schauen Sie, hier ist der Kugelschreiber. Also Sie sehen alles mit dabei und auf einfachste Art und Weise. Was hier wichtig ist, ist das Material. Das ist sehr, sehr robust, sehr hart, damit auch der Glasbrecher hier funktioniert. Aber das Wichtigste hiermit ist, wenn Ihnen mal jemand auf den Leibe rückt, glauben Sie, mit dieser Spitze kann man sich mal kurzfristig wehren. Ja, es gibt da verschiedene Techniken, wie man das machen kann, aber ich glaube, die muss man nicht mal beherrschen, sondern ich glaube, einfach mal auf die Finger geklopft damit, dann ist da schon mal viel geregelt. Natürlich selbstverständlich nur im Notfall. Und hier sehen wir mal so ein paar Beispiele, wo es überall wehtun würde. Ja, aber das ist eben das, was hier noch mal herausragend ist. Durch die Robustheit, durch die Stabilität ist es eben auch dieser Pen ein Selbsthilfeobjekt, ein Selbstverteidigungsobjekt. Und dann natürlich die Zusatzoption, Taschenlampe, Brieföffner. Wir haben natürlich den Glasbrecher. Wir haben den Kugelschreiber, der übrigens ein unglaublich schönes Schriftbild abgibt. Und ich bin froh oder ich finde es klasse, dass es solche kleinen, unauffälligen Teile gibt, die mir persönlich ein klein wenig mehr Sicherheit geben. Weil, wenn ich sowas bei mir trage, in der Hemdtasche oder in der Hosentasche, weiß ich, dass ich mich im Extremfall wehren könnte und vor allem meinem Angreifer Schmerzen verursachen könnte und dann eben um Hilfe rufen oder auch verschwinden könnte. Und sowas für 8,50 Euro ist natürlich ein extremer TV-Sonderpreis. Diana, du gehst ja gerne alleine joggen. Ja? Ja. Versprichst du mir eins, nimmst du sowas immer mit zum Joggen? Ja, immer, jetzt immer. Weil Sicherheit für mich, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ich manchmal, ich bin allein abends und bei mir, das ist toll, weil das ist klein, praktisch und wird in meine Tasche gut passen. Also super. Und Preis ist Wahnsinn. Ja, 8,50 Euro und dann eben, ja, ich hoffe, dass Sie es nie brauchen zum Selbstverteidigen, aber es ist eben möglich. Ja? Aber schön ist auch, was man das mit diesem Clip hier, den wir haben, gerne auch am Hemdrevers oder an der Kleidung befestigen kann. Man hat es dann immer griffbereit. Und gerade wenn man jetzt viel alleine unterwegs ist, so Kleinigkeiten, die können uns schon mal ein viel sichereres Gefühl geben. Unser Tactical Pen, man nennt ihn auch 5-in-1 Gerät, der hat die Bestellnummer, die NX3676 und die 569 und der Preis sagenhafte 8,50 Euro. Und das ist wirklich herausragend im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und damit werden Sie, das werden Sie feststellen, werden Sie sich umso sicherer fühlen, wenn Sie ihn dabei haben. Und es ist eine Kleinigkeit, die aber fürs sichere Gefühl zuständig ist.
selbstverständlich ist. Und ich glaube, es ist nicht sehr entspannend, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, sofern das jetzt im Moment noch möglich ist. Und man hat immer so ein Unsicherheitsgefühl. Egal, wo man ist und wenn es raschelt, kriegt man ein bisschen Angst, weil ja, man weiß, es sind nicht mehr viele Menschen unterwegs und das könnte jemand sein, der einem Übles will. Das nächste gilt auch bei unseren nächsten beiden Produkten und Diana hat sich's gleich geschnappt. Was hier aussieht, ja, wie ein Sportgerät, das ist eine Taschenlampe und zwar mit einer unglaublichen Leuchtkraft. Ja, genau. Drei Leuchtmodi. Drück noch mal aus und an. Genau, dann sehen wir die Helligkeit. Das sind 240 Lumen. So haben wir die Hälfte, 120 Lumen. Oder dann eben dieses Licht, das auf sich aufmerksam machen. Also, und wenn man jetzt mit dem Hund Gassi geht, nimmt man einfach diese Taschenlampe mit. Und warum jetzt diese und keine andere? Ich glaube, das wird wieder deutlich an der Form, Diana. Und jetzt darfst du uns die Form mal zeigen. Das ist Aluminium, also sehr, sehr hart. Und es hat eben die Form eines Sportgeräts und damit kann man sich auch zur Wehr setzen. Einfach dem Angreifer, von dem man bedroht ist, natürlich wirklich nur in Notwehrsituationen, einmal gegen Schienbein hauen oder aufs Knie, dann kommt der ihnen nicht mehr hinterher und man kann eben aus dieser unglücklichen Situation sich rausretten. Das ist eine Kleinigkeit. Ich glaube, Taschenlampen brauchen wir alle, wenn wir abends unterwegs sind. Aber hier natürlich, ich glaube schon allein die Form ist natürlich abschreckend, dieser Baseballschläger aus Aluminium. Aber nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden. Es ist eine Taschenlampe und genauso benutzen Sie die auch einfach als Leuchtsignal oder für Sie, um besser zu sehen oder dann mit der Stroboskopeinstellung als Signal für andere, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber wenn dann eben einer dieser Bösen kommt zu Ihnen, dann können Sie sich damit sehr, sehr effektiv zu Wehr setzen. Das ist ganz, ganz sicher. Der Preis sehr günstig für eine solche unglaublich hell leuchtende Power-Taschenlampe, nämlich 15,50 Euro. 15, nochmal 15,50 Euro. Der TV-Sonderpreis für Sie exklusiv. Aber eben auch so ein kleines Sicherheitsteil. Das ist etwas, woran man sich dann festhält. Und wenn dann wirklich mal was passieren sollte, kann man damit sich die Zeit verschaffen, um abhauen zu können und Hilfe holen zu können. Weil ich glaube, laut rufen bringt zurzeit gar nicht so viel, weil eben niemand unterwegs ist. Man ist ja fast immer, wenn Sie viel draußen sind, auch zum Nordic Walking oder Ähnlichem, werden Sie feststellen, dass Sie viel öfter als früher alleine unterwegs sind, keinen Menschen treffen. Und wenn es dann dunkel wird, die Taschenlampe. Und wenn Sie in bedrohliche Situationen kommen, dann eben hier sich damit wehren. Die Höhe dieser Taschenlampe ist 40 cm. Die hat auch ein anständiges Gewicht, sodass man auch wirklich sich damit zur Wehr setzen kann. Und die Bestellnummer ist die NC6977 und die 569. Der Preis gerade mal 15,50 €. Aber eine haben wir noch. Jetzt werden wir nämlich eine Nummer noch größer. Wer sagt, 40 cm war schon gut, aber ich hätte es gern noch ein bisschen größer und noch ein bisschen beeindruckender. Dann ist das hier mit 55 cm Länge die richtige Taschenlampe für Sie. Diana, mach mir einen Gefallen, stell sie mal neben die erste, nur mal kurz, dass wir den Größenvergleich sehen. Mhm. Ja, oder halt mal beide nebeneinander. Wir sehen jetzt den Unterschied, 40 cm, 55 cm. Die Leuchtkraft ist übrigens identisch mit 240 Lumen, also sehr, sehr hell, mit Hochleistungs-LEDs, 5 Watt übrigens Stromstärke hier. Aber eben hier auch die Möglichkeit, sich im Notfall selbst zu wehren, auch wenn man nicht der stärksten einer ist und keine Muskelpakete hat, sondern eher zu den etwas schwächeren, körperlich schwächeren Menschen gehört, ist das, glaube ich, so beeindruckend, dass man eben diese Gauner auch mal in die Flucht schlagen kann. Wie gesagt, mein Tipp, wenn sie wirklich jemand angreift, nochmal, es ist ja nur so zu verwenden im Notfall, also als Notwehr, dann einfach eins gegen Schienbein oder gegen die Kniescheibe und dann kommt er ihnen nicht mehr hinterher. Und Sie können sich dann im Extremfall in Sicherheit bringen. Ich persönlich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie es immer nur brauchen, um ganz einfach den Weg auszuleuchten durch diese super helle Taschenlampe. Hier die Bestellnummer, die NC6978 und die 569. Wie gesagt, 55 cm groß, 240 Lumen hell und für gerade mal 21,80 Euro. Und ich glaube, schon allein dieses Utensil, schon das sichtbare Utensil, wird schon viele potenzielle Angreifer davon abhalten, weil damit kann man sich richtig und effektiv wehren. Sie sehen, es ist
überhaupt nicht schwer, sich selber ein bisschen Sicherheit zu verschaffen, ob man draußen unterwegs ist oder auch zu Hause. Und wer jetzt später eingeschaltet hat, wir schauen uns noch mal gemeinsam alle Produkte dieser Sendung an. Und begonnen haben wir hier mit unserer Indoor-Kamera mit 360 Grad Objekt-Tracking, mit der ich meine Innenräume schütze, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Das Besondere hier, die Linse erkennt, wenn jemand vorne dran ist, also eine Personenerkennung, und folgt dem dann im ganzen Raum, sodass wirklich, dass es keinen toten Winkel mehr gibt. Das Ganze wird dann aufgezeichnet auf einer Micro-SD-Karte bis zu 128 GB. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, jederzeit live auf die Bilder zuzugreifen, und zwar von Ihrem Smartphone aus. Und das Ganze geht mit einer kostenlosen App, sodass Sie jederzeit da natürlich auf die Bilder, auf die Live-Bilder oder auf die bereits aufgenommenen Bilder zugreifen können. Die Bestellnummer für diese WLAN-IP-Kamera ist die NX4490 und die 569, und der Preis gerade mal 37,95 €. Ja, wenn ich bedenke, was früher Überwachungssysteme gekostet haben, Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Euros heutzutage für jeden zu installieren. Und mein wichtigstes Produkt dieser Sendung ist diese Videotürsprechanlage, damit Sie jederzeit wissen, wer bei Ihnen klingelt und nicht darauf reinfallen, wenn da jemand sagt, Polizei, Gesundheitsamt, Krankenpfleger oder Feuerwehr. Ja, weil das ist im Moment eine Masche, die immer mehr Überhand nimmt und die gerade ältere Leute betrifft. Damit können Sie sich schützen. Oder wenn Sie jetzt ältere Angehörige haben, können Sie Ihre Angehörigen schützen. Ganz einfach zu installieren, das Außenteil anbringen mit Doppelklebeband zum Beispiel und innen das Teil irgendwo hinstellen, die Funkverbindung automatisch, und schon sehen Sie immer genau, wer vor der Tür steht. Der Preis ist wirklich sensationell günstig. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 270 € ist Ihr TV-Sonderpreis 161,45 €. Die Bestellnummer hier für diese Videotürsprechanlage, das ist die NX4396 und die 569. Und so ist garantiert, dass Sie immer sofort sehen, wer vor der Tür steht, und dann entscheiden, wem Sie die Tür aufmachen und wem nicht. Das nächste Produkt ist etwas jetzt natürlich, um sich selbst zu verteidigen. Es ist ein sogenannter Tactical Pen. Erstmal sprechen wir von den Vorzügen. Die Taschenlampe, der Brieföffner, natürlich auch ein Kugelschreiber mit drin. Wir haben einen Glasbrecher, der im Notfall mal wirklich vonnöten sein kann, aber der ist so stabil, dass man einem potenziellen Angreifer auch kurzfristig hiermit mal Schmerzen verursachen kann und sich dann in Sicherheit bringen. Also hier sehen Sie die anderen Anwendungen, Taschenlampe und Brieföffner und Kugelschreiber, aber wichtig ist, mit dem mal einem Angreifer, einem potenziellen auf die Finger hauen, ich glaube, der wird dann das schmerzhaft spüren, dass mit Ihnen nicht zu spaßen ist. Die Bestellnummer hier ist die NX3676 und die 569. Der Preis gerade mal 8,50 €. Auch eine kleine, unauffällige Sicherheitsoption. Etwas auffälliger ist es bei unseren beiden Taschenlampen im Sportartikel-Design, so sage ich es jetzt mal. Aber super helle Taschenlampen, nämlich mit 5 Watt LEDs mit einer Leuchtkraft von 240 Lumen. Und Sie sehen hier, wir haben die in zwei Größen. Einmal die 40 cm, da haben wir die Bestellnummer NC6977 und die 569. Der Preis 15,15 €. Und natürlich dann drunter die größere Erscheinung noch mit 55 cm. Hier bitte die Bestellnummer NC6978 und die 569. Der Preis hier immer noch sehr, sehr günstige 21,80 €. Also eine sehr, sehr helle Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi und natürlich der Option, jemand schon allein durch die Optik hier Respekt einzuflößen, sodass es erst gar nicht zu einem Angriff kommt. So, und jetzt haben Sie es gesehen. Es ist nicht schwer und auch nicht teuer, sich selbst ein bisschen und die eigenen vier Wände ein bisschen Sicherheit zu verschaffen und sich selbst sicherer zu fühlen. Diese Videotüranlage, die würde ich wirklich jedem empfehlen. Sie haben das sicher auch schon gelesen mit diesen Betrügern, die jetzt in ganz Deutschland unterwegs sind und die eigentlich nur auf eins sind, nämlich auf eins aus sind, dass sie ihre Tür öffnen. Es gab so mal so ein schönes Lied, Ding Dong, Ding Dong, wer steht da vor der Tür? Und der Refrain ist sehr wichtig, mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Doch daheim sein dürfen Sie, das sind wir jetzt alle. Aber Tür fremden Leuten aufzumachen in dieser Zeit, nein. Sprechen Sie mit ihnen hier über Videotelefonie, was geht an Ihrer Haustür mit kleinsten Möglichkeiten. Also, jetzt haben Sie gesehen, wie einfach es sein kann, sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Und Sie machen uns jetzt bitte noch einen Gefallen. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie gesund.